Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch am Start. Und zwar hat mir der Stefan Landei 69, warum auch immer, einen Link geschickt zu einem Pokémon Go Quiz und das wollen wir jetzt mit euch machen. Ich werde den Link auch mal hier unten in die Beschreibung reinstopfen, sprich, ihr könnt jetzt das Video pausieren oder ausmachen oder YouTube löschen und könnt selber erstmal das Quiz machen und dann gucken, wie ihr abschneidet, weil wenn ihr das jetzt hier mitverfolgt, dann seht ihr ja schon, was die richtigen und was die falschen Antworten sind. Und dann hat das ja keinen Wert. Würde mich nur mal interessieren, wie viele Punkte ihr erreicht. Es sind 45 Fragen, 41 von 45 hat Stefan Landei also richtig gehabt, 41 Punkte erreicht sozusagen. Und ich drücke jetzt hier auf das Quiz und wir machen das jetzt und wir gucken mal, wie viel habe ich denn erreicht und ihr schreibt dann mal eure Kommentare drunter, eure Bewertung, eure Statistik, wie viel habt ihr gemacht. Dazu müsst ihr jetzt aber erst das Quiz machen und erst wenn ihr das Ergebnis habt und mit dem Quiz durch seid, könnt ihr dann gucken, wie es hier weitergeht. Alles andere wäre ja Schummelei und das wollen wir ja nicht. Ich drücke also jetzt hier auf den Button. Dann kommen wir also zu der Seite von Netzwelt. Pokémon Go, das große Quiz für echte Profi-Trainer. Bla 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 bla, wir lesen uns das nicht alles durch. Das könnt ihr in Ruhe, wir wollen jetzt hier zack zack machen. Hier ist auch immer ein Bildchen und oben ein Text dazu. Aber die eigentliche Frage kommt immer ein Stück weiter unten. Und wir werden immer direkt jetzt zu der Frage springen und weiter gucken. Wie heißt das Item, mit dem ihr in Pokémon Go euer Team wechseln könnt? Teamplakette, Teamorden, Teammedaillon, Teamabzeichen. Das ist natürlich das Teammedaillon. Richtig. Und dann könnt ihr auch zur nächsten Frage weiterspringen. So viel Werbung da, das nervt jetzt schon. Dann haben wir ein Bild, okay, das hat was mit PvP zu tun. Womit könnt ihr in PvP-Kämpfen Spezialangriffe abwehren? Schild, Defensivmauer, Batterie habe ich jetzt gelesen. Eine Barriere, Verteidigungsstellung, das ist natürlich das Schild. Das nervt mich auch immer mega, wenn der Ispo sein Schild einsetzt. Ich würde immer sagen, wir spielen ohne Regeln, mit Regeln. Und zwar Regel ist, kein Schild nutzen, damit das einfach nicht mehr taktisch vonstatten gehen kann. Aber wir kommen zur Frage 3. Welche der folgenden Angriffe ist eine Ladeattacke? Donnerblitz, Bürde, Zehnkopfstoß, Rasierblatt. Also bei 10 Kopfstoß und Rasierblatt weiß ich auf jeden Fall, dass sie ein Quick Move sind. Bürde könnte, ist aber glaube ich nicht. Nee, ich glaube, hat Giratina nicht auch Bürde als Quick Move? Auf jeden Fall Donnerblitz, das hat meistens das Blitzer gehabt oder eben auch Raikou. Deswegen nehmen wir einfach Donnerblitz. Okay, das war auch richtig. Weiter zur nächsten Frage, 4 von 5. Welches Pokémon taucht ausschließlich im Fotomodus auf? Farbigel, Pandimos, Pikachu oder Bob Ross? Kennt ihr Bob Ross, diesen Maler mit diesem Afro auf dem Kopf, diesen lockigen, wuschigen Haaren und dem Bart? Also der ist richtig genial. Aber das ist natürlich Farbigel. Was ihr jetzt machen könnt, manche haben immer noch keins, haben schon 2 Millionen Fotos gemacht, aber immer noch kein Farbigel bekommen. Ich habe bestimmt schon seit 100 Jahren keine Fotos mehr gemacht und die braucht man ja eigentlich, um die Medaille zu vergolden. Wann erschien Pokémon Go offiziell in Deutschland? 22. Juli, 16. Juli, 13. Juli, 6. Juli. Und am 16.07., also B, habe ich Geburtstag und da ist mir auch aufgefallen, dass Spieletrend, glaube ich, am 16. Juli auch gestartet hat und da seinen Account erstellt. Er war aber, glaube ich, nicht der Erste mit, der Pokémon gespielt hat und deswegen war das schon ein paar Tage alt. 22. ist Quatsch. Wir tippen also mal auf den 13., denn vom 6. habe ich, glaube ich, noch nichts gesehen. 6., 7. oder gab es da die... Ach, 6., 7., ich glaube, das war ja vorher erst woanders und in Deutschland kam es dann eben auch ein bisschen später. Also müsste der 6. das allererste Release sein auf der ganzen Welt, in Amerika oder die Beta-Version und ab 16. hat Chilling angefangen und ab 13. war es aber, glaube ich, in Deutschland da. Genau, 13. Juli. Na, 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 na. So viel Werbung immer zu. So, da ist ein Lokmodul. Ne?
Welches Item lässt sich an Pokestops aktivieren, damit auch andere Spieler in der Nähe auf mehr seltene Taschenmonster treffen? Sternenstück, Glücksei, silberne Sananabeere oder Lokmodul? Das ist natürlich das Lokmodul. Da gehen wir auch gleich weiter. Ein Go Plus. Wie heißt das Zusatzgerät für Pokémon Go? Pokémon Go Pokédex, Pokémon Go Plus, Pokémon Go Watch, Pokémon Go Helfer. Das ist natürlich auch das Pokémon Go Plus. Nicht verwechseln mit Gotcha, weil Gotcha ist kein offizielles Produkt von Niantic. Das existiert sozusagen gar nicht. Sonniges Wetter. Welchen Wetterzustand gibt es noch in Pokémon Go? Sturm, Gewitter, Nebel oder Hagel? Es kommt zwar immer diese Sturmwarnung rein, dass ihr nicht in die Außenwelt treten sollt, weil es ja stürmisch ist und ihr sonst wegfliegt, aber Nebel gibt es auf jeden Fall, denn bei nebligem Wetter sind auch ein paar Sachen geboostet. Ich glaube sogar, ist nicht Machomai? Nee, oder die Drachen? Ich glaube, die Drachen werden geboostet auf jeden Fall. Bei nebligem Wetter, wir geben einfach mal, nee, bei Wind. Ah, der redet, war. Beantworte doch einfach die Fragen und hör auf, irgendwas zu labern und dann ist gut. Es gibt den Zustand Nebel, passt. Fertig, nebliges Wetter habe ich schon mal gesehen auf jeden Fall. Welches legendäre Pokémon ist in der ersten Spezialforschung erhältlich? Jirachi, Celebi, Mewtwo, Mew. Jirachi gab es ja noch nicht, also gibt es immer noch nicht. Das wird vielleicht über so ein Dings noch eingeführt werden. Celebi war das zweite. Was dann direkt so rauskam, Mewtwo wurde in den X-Rays veröffentlicht, dann bleibt also nur Mew übrig. War auch richtig, also gehen wir wieder weiter zur nächsten. Wie heißt die Währung in Pokémon Go? Poke-Euro, Poke-Münzen, Poke-Gold, Poke-Dollar. Ich hätte jetzt gesagt Coins, Poke-Coins, aber auf Deutsch sind das dann halt die Poke-Münzen. Welches dieser Taschenmonster benötigt die meisten Bonbons für eine Entwicklung? Togetic, Dragonier, Carpador, Bisaknosp. Die haben alle 100, außer Carpador, das hat nämlich immer noch 400 und das ist mit Weilmar und Wablu, aber die sind hier nicht genannt, eines der heftigsten Pokémon, wenn es ums Entwickeln geht, weil es eben 400 braucht. Wie heißt neben Spark und Cassandra der dritte Teamleiter in Pokémon Go? Blanche, Cassandra, Serena, Rosie. Also neben Spark und Cassandra gibt es natürlich noch Cassandra, ne? Warum denn noch nicht? Das ist natürlich Blanche. Nehmen wir auch mit rein. Und weiter zur nächsten Frage. Wie heißen die Eier, in denen ihr Alola-Pokémon finden könnt? 10 Kilometer, 7 Kilometer, 5 Kilometer, 2 Kilometer. Die kamen immer aus den 7 Kilometer Eiern, deswegen wurden die auch Alola Eier genannt, aber mittlerweile ist der Pool ja so groß, dass es eben keine Alola Eier mehr sind. Man könnte mittlerweile sagen, es sind die Baby Eier, weil da immer die Baby Pokémon rausschlüpfen. Welches Item braucht ihr, um Fleckmon zu Lasho King zu entwickeln? Upgrade, Sonnenstein, Kingstein oder Metallmandel? Das ist natürlich der Kingstein für Lasho King, also die Fragen sind eigentlich richtig easy, sozusagen, bis jetzt zumindest. Welches der folgenden Wesen ist kein regionales Pokémon? Porenta, Lapras, Pandimos, Kangama. Das ist natürlich auch einfach, weil Porenta gab es ja immer in Japan, Pandimos in Europa bei uns, Kangama in Australien oder so. Auf jeden Fall ist das Lapras, weil das gibt es überall gleich. Nächste Frage oder Werbung. Welche Bezeichnungen tragen die von Niantic veranstalteten Spieler-Events zu Pokémon Go? Trainermania, das ist wohl eine Anspielung auf WrestleMania. Abenteuertreff, das ist wohl eine Anspielung auf Abenteuer18.de. Safari-Zone oder Pokepark. Wir nehmen natürlich die Safari-Zone, da war ja jetzt auch wieder eine und da ist jedes Jahr, sind da ein paar zugange neben dem Go-Fest. Was unterscheidet Glücks-Pokémon von ihren normalen Artgenossen? Sie benötigen weniger Sternenstaub für Power-Ups. Sie besitzen eine besondere Glücksattacke. Sie benötigen weniger Bonbons für eine Entwicklung. Sie bringen euch zusätzliche Items. Sie benötigen natürlich weniger Sternenstaub. Die Bonbons bleiben gleich, aber ihr braucht nur die Hälfte an Sternenstaub, um die zu pushen. Sieht
aus wie in Dortmund, das Bild, was sie da haben. Oder die haben überall einfach so ein Ding hingehangen, auf der Seebühne, so ein Riesenplakat. In welchem Ort wurde eine Brücke im Sommer 2016 wegen Pokémon Go Massen gesperrt? Hamburg, Berlin, Köln oder Düsseldorf? Ja, da gab es mal einen Vorfall, darüber wurde ja überall berichtet, ich habe das glaube ich aber nicht mitbekommen. Dann hat aber Hong Video drüber gemacht, Spieletrend, ein Video drüber gemacht, irgendjemand, es müsste auf jeden Fall genau Düsseldorf sein. Die Girardet-Brücke in Düsseldorf wurde gesperrt. Dann kommen wir zur Frage 19. Wie heißt der Sicherheitsdienst, über den Eltern ihre Kinder in Pokémon Go anmelden können? Niantic Children, Niantic Youth, Niantic Kids oder Niantic Teens? Das ist Niantic Kids. Da gibt es nämlich jetzt den Kids Club, ne? Mit welchem Item lasst ihr in Pokémon Go Meltan erscheinen? Blechbeutel, Metallkiste, Magiekugel oder die Wunderbox? Die nehmen wir natürlich gleich. Da sind auch immer aktuelle Fragen dabei sogar. Meltan ja jetzt auch wieder aktuelles Thema, weil es momentan als Shiny wieder verfügbar ist. Welches Item könnt ihr bisher nicht in Pokémon Go erhalten? Toptrank, Beleber, Sonderbonbon oder Hyperheiler? Das ist der Hyperheiler. Ich meine, wir haben Hypertränke, aber Hyperheiler, ist das dann dasselbe eigentlich? Und das heißt nur anders, aber einen Hyperheiler an sich gibt es also nicht bei uns. Wie lange dauert ein Kampf gegen einen legendären Raid-Boss maximal? 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten. Die Kampfzeit ist immer 300 Sekunden, also 5 Minuten. Und bei nicht-legendären Raids, also 1 bis 4 Sterne Raids, sind das ja 3 Minuten, also 180 Sekunden, aber das wisst ihr ja natürlich alle. Wie viele Einheiten der Währung in Pokémon Go könnt ihr täglich in Arenen verdienen? 20 Einheiten, 30, 50 oder 100? Das war früher, da konnte man sich ja in 10 verschiedene Arenen setzen und pro Arena hat man 10 Coins bekommen, musste dann über einen Button das abholen. Früher konnte man 100 Münzen bekommen. Jetzt müsst ihr also 8 Stunden sitzen insgesamt und kriegt 50 Einheiten, wenn wir es so nennen wollen. Wir sagen Einheiten dazu, wenn es so dasteht. Ein Ladybar. Welches Item verlangsamt im Empfangbildschirm die Bewegungen von Pokémon? Sinelbeere? Kenne ich nicht. Himmibeere? Erhöht die Fangchance. Sananabeere? Gibt euch doppelte Bonbons. Und Nanabeere? Die eigentlich jeder immer wegschmeißt, verhindert, dass das Pokémon blöd rumfliegt. Also nehmen wir das. Weiter zur nächsten 25 noch. Welches Item braucht ihr, um Pokémon wie Electek, Magma und Zwirklob zu entwickeln? Sinostein, Höhenstein, Johtostein, Kandostein. Da gibt es natürlich nur den Sinostein. Die anderen konnte man ja so entwickeln einfach oder über spezielle andere Steine. Aber die Region Sino hat den Sinostein, genau. Welches Alola-Pokémon war das erste Taschenmonster seiner Art in Pokémon Go? Und ihr habt hier nochmal ein Bild über die Alolas, also guckt euch ruhig die Bilder oben drüber mal an. Alola Kokowai, Alola Vulpix, Alola Radikal, Alola Dickda und Vulpix, Dickda, Radikal. Ne, Vulpix, Dickda, die kamen ja eigentlich nur aus Eiern vorerst. Radikal bzw. Radfratz saß dann wild da, aber erst als zweites, denn als allererstes wurde ja das Alola Kokowai released, was überall rumsaß, eine Woche lang oder so. Später kam dann eben Radfratz dazu und aus den Eiern habt ihr dann plötzlich auch Radfratz bekommen, obwohl das auch wild rumgesessen hat. Seitdem hat sich natürlich wieder vieles geändert. Nach wie vielen Brutvorgängen geht die blaue Brutmaschine in Pokémon Go kaputt? Nach einmaliger Benutzung, nach zweimaliger Benutzung, nach dreimaliger Benutzung, nach viermaliger Benutzung. Wenn ihr die frisch kauft, hat die drei Brütvorgänge, also nach dreimaliger Benutzung, ist aber genauso wie die Superbrutmaschinen, die gehen auch nach dreimal kaputt, also ist eigentlich bei allen gleich, außer bei der Unendlichen. Mit welchem Items dürft ihr an X-Rays teilnehmen? X-Ray-Karte, X-Ray-Pass, X-Ray-Ticket, X-Ray-Schlüssel. Das ist der X-Ray-Pass, wie eben die anderen Raid-Pässe auch. Handy. Welche Belohnung
werden von eurem Kumpel-Pokémon eingesammelt. Sternenstaub, Bonbons, Währungseinheiten oder Bären. Das sind die Bonbons. Dein Kumpel hat wieder ein Bonbon gefunden. Welchen Spitznamen müsst ihr Evoli geben, um es in Pokémon Go zu Nachtara zu entwickeln? Satoshi, Salami, Satoshi, Yami, Sakura oder Tamao? Sakura ist, glaube ich, für Psyana. Dann müsste Tamao für Nachtara sein. Genau. Auch richtig. Weiter zur nächsten Frage. In wie vielen Tagen müsst ihr mit einem Freund spielen, um in Pokémon Go beste Freunde zu werden? 50 Tage, 90 Tage, 100 Tage, 260 Tage. Um Hyperfreunde zu werden, braucht ihr 30 Tage und von Hyperfreund zu bester Freund nochmal 60 Tage. Das heißt also 60 plus 30 gleich 90 Tage von 0 auf 100, beziehungsweise von nichts zu beste Freunde 90 Tage. Welche Farbe hat Shiny Kabuto? Achso, deswegen das Bild von dem Dings. Pink, Rot, Schwarz oder Grün? Das ist die grüne Pfeffibohne. Also eigentlich eine Kaffeebohne, die dann grün ist. Dann ist es eine Pfeffibohne. War richtig. Weiter zur nächsten Frage. Wie viele Feldforschungen müsst ihr für die monatliche Pokémon-Begegnung mindestens erfüllen? 5, 7, 10 oder 30? Die Woche hat 7 Tage. Jeden Tag könnt ihr einen Stempel euch abholen. Und wenn ihr 7 Tage voll habt, also 7 Feldforschungen, habt ihr den Durchbruch und dann geht's wieder von vorne los. Ganz normal, dass es immer eine Woche ist, die da vollgedrückt wird. Welche dieser Aktionen könnt ihr in Pokémon Go Kämpfen nicht ausführen? Items benutzen, Spezialattacke einsetzen, ausweichen, Pokémon wechseln. Jetzt könnte man sagen ausweichen, weil jedes Mal, wenn man ausweicht, stirbt das Pokémon trotzdem. Eben durch den Ausweich-Bug. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch funktioniert. Also ob der noch aktiv ist, der Bug. Ich bin schon seit 100 Jahren nicht mehr ausgewichen, man klopft ja einfach nur noch drauf. Deswegen Items benutzen, das geht nicht. Ihr müsst danach heilen. Weiter zur nächsten Frage. Auf welchem Kontinent findet 2019 kein Pokémon Go Fest statt? Afrika, Europa, Nordamerika, Asien. Europa gibt es ja das Go Fest in Dortmund. Amerika ist ja das Go Fest in Chicago. Asien hat eine Safari-Zone. Müsste es also Afrika sein, die leer ausgehen. Genau. Niantic, laut Niantic kein Pokémon Go Fest. Ging es jetzt nur um Fester? Nee, um Events eigentlich. Gut, ist egal, ist sehr richtig. Mit welchen oder welchen Spielen ist Pokémon Go kompatibel? Pokémon Sonne und Pokémon Mond, Pokémon Quest, Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli oder Pokémon 2019? Bester Spielename. Das ist natürlich Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli für die Switch. Grüße gehen raus an Marco. Und daher habt ihr auch immer die Meltan-Box bekommen, die Wunderbox, die vorhin auch schon gefragt wurde. Welches Level kann ein Raid-Boss in Pokémon Go haben, wenn das Ei über der Arena gelb ist? Level 1, 3, 5 oder 7? 7 gibt's nicht. 5 ist ebenso lila, blau-lila. Level 1 und 2 sind pink. Und Level 3 und 4 sind gelb, also Level 3 nehmen wir, gehen weiter zur nächsten Farbe. Frage: Wie heißt der Professor in Pokémon Go? Professor Oak, Professor Birch, Professor Ivy oder Professor Willow? Das ist natürlich Professor Willow, der ist ja auch männlich und nicht Ivy. Ist Ivy weiblich? Ja, stimmt. Poison Ivy, wer die noch kennt, von Batman. Welches dieser Wesen ist kein regionales Pokémon der vierten Generation? Plaudergei, Barmelin, Pachirisu, Venufliebis. Plaudergei auf jeden Fall, Pachirisu, Venufliebis sind alle Barmelin. Das, was trotzdem richtig selten ist, man könnte schon denken, das ist ein kontinentales, denn wie oft seht ihr schon Barmelin? Am Anfang war das so selten, dann haben welche nach Einführung schon 10 Tage danach immer noch, ich habe keinen einzigen Schatten gesehen, gar nichts. Dann hat man Barmelin-Raids gemacht. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Weiter zur nächsten Frage.
Welchen Bonus erhaltet ihr mit dem Status Glücksfreunde? Getauschtes Pokémon bringt vierfachen Sternenstaub. Getauschtes Pokémon entwickelt sich sofort. Getauschtes Pokémon wird zum Shiny-Pokémon. Getauschtes Pokémon wird zum Glücks-Pokémon. Bringt vierfachen Sternenstaub. Ich meine, was, wie, wo bringt das das her? Eigentlich ist ja das Fangen, bringt euch Sternenstaub, aber wenn ihr das tauscht, ihr kriegt durchs Tauschen eigentlich keinen Sternenstaub und ihr macht mit dem Ding eigentlich nichts. Getauschte Pokémon entwickeln sich sofort. Was ist aber, wenn das schon wenn das gar keine Entwicklung mehr weiter hat? Dann ist das ja sinnlos. Getauschte Pokémon werden zu Shiny-Pokémon. Das wäre richtig genial. Vielleicht gibt es ja neben den Glücksfreunden auch bald Shiny-Freunde. Wenn ihr das nächste Pokémon, was ihr tauscht, wird garantiert Shiny. Aber gut, dann kann man ja was tauschen, was es gar nicht als Shiny gibt. Und das wird dann Shiny. Das geht auch nicht. Wäre aber cool für richtig schwere Fälle, die man haben möchte, falls die schon im Spiel sind, dass man die mit einem Shiny-Tausch einfach zu Shinies machen kann. Aber es ist natürlich, das getauschte Pokémon wird zum Glücks-Pokémon. Glücksfreunde, Glücks-Pokémon. Das ist ja eindeutig, das liegt ja auf der Hand. Also, nochmal, ja, weiter. Muss ich mal fünfmal drücken. Game Freak, Bruder, Quelle. Wie heißt der Komponist, der maßgeblich für den Soundtrack in Pokémon Go verantwortlich ist? Shigeru Miyamoto, Satoshi Tajiri, Junichi Masuda oder Koji Kondo? Da kann ich theoretisch nur raten. Tajiri war mal ein Wrestler in der ECW. Nehmen wir einfach mal das erste. Boom! Und es war natürlich falsch. Junichi Masuda ist maßgeblich für den Soundtrack von Pokémon Go verantwortlich. Weiter zur nächsten Frage. In welcher Stadt fand das erste große offizielle Fanfest für Pokémon Go statt? Chicago, Dortmund, Japan, New York. Das war Chicago, das Go-Fest in Chicago. Und es ist ja wieder in Chicago, also die bleiben ihrer Linie treu. Zur nächsten Frage, jetzt sind wir gleich durch, nur noch drei Stück. Welches war die erste legendäre Kreatur der vierten Generation, die in Pokémon Go verfügbar war? Shaymin, kenne ich nicht. Heatran, kam danach erst. Cresselia, kam davor, also vor Heatran. Oder Giratina, was auch aktuell ist, denn die Wandelform war ja damals schon da, jetzt eben die Urform, jetzt sind die beiden durch. Wenn sie nochmal zurückkommen, dann hoffentlich als Shiny. Und zwei Fragen haben wir noch. Wie viele PvP-Ligen gibt es in Pokémon Go? 5 Ligen, 4 Ligen, 2 Ligen, 3 Ligen. Das sind 3, nämlich die Super, Hyper und Mega, Ultra Liga. Sind auf jeden Fall 3 Ligen. Da steht auch bestimmt jetzt hier, oder? Nee, doch. Da steht nur der Scheiß hier, da steht gar nicht die Namen dazu. Super, Hyper, Ultra. Glaube ich, hoffe ich. Und die letzte Frage natürlich noch. Ich habe schon so lange keinen PvP mehr gemacht. Ich habe schon vergessen, wie die Ligen heißen. Welche neue Art von Event führte Niantic im März 2019 erstmals ein? Elitäre Pokepause, legendäre Mittagspause, legendäre Wundersause, legendäre Sommersause. Also die Wundersause klingt am lustigsten, aber das ist natürlich die legendäre Mittagspause. Richtig! Das gesuchte Event. So, was kann ich jetzt damit machen? Achso, nix. Zur Auswertung gehen natürlich noch. 44 von 45. Ergebnisse anzeigen. Quiz wiederholen. Zum Speichern anmelden. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir können trotzdem mal einen Screen machen für die Nachwelt. So. Das ist also mein Ergebnis. 44 von 45. Und schreibt ihr mal in die Kommentare rein, was euer Ergebnis ist. Wie viele Fragen habt ihr beantwortet? Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt, denn ich habe das Quiz vorhin schon mal gemacht. Ich bin ja ehrlich, ne? Ich bin ja eine ehrliche Vorhaut. Ich habe das Quiz vorhin schon mal gemacht und habe mein Ergebnis dem Stefan geschickt. Da hatte ich 41 von 45 richtig, weil ich eben die Frage mit dem Komponisten versemmelt habe. Jetzt ja auch, wie ihr seht, weil ich auch zu blöd bin, mir die Antwort zu merken. Habe einfach, das war alles gleich. Die Frage mit Düsseldorf hatte ich verkackt.
Da habe ich irgendwie Hamburg, glaube ich, genommen, habe gedacht, Hamburg, Brücken, okay, machen wir mal so. War aber falsch, war Düsseldorf. Sogar den Namenstrick habe ich verkackt. Ich habe da Sakura genommen, statt Tamao, obwohl Sakura ja Psyana ist. Und das mit dem Datum, wann Pokémon Go erschienen ist, hatte ich auch falsch. Da habe ich nämlich den 16.07. genommen, weil Spieletrend eben den 16.07. als Anfangsdatum hatte und ich gedacht habe, okay, der ist von Anfang an dabei, 16.07., das war das Startdatum. Aber ja, es gibt trotzdem Leute, bei denen steht 6.07. dabei. Aber offiziell in Deutschland eben ab 13.07. So konnte ich in der zweiten Runde jetzt also diese paar Dinge ausmerzen. Das mit Düsseldorf und der Brücke, das mit dem Startdatum, das mit dem Namenstrick nochmal. Denn es ist schon ewig her, dass ich den benutzt habe. Ich entwickle die immer so durchs Laufen. Aber das mit dem Kommunisten habe ich mir nicht gemerkt. War irgendwie total, das wäre nämlich viel zu auffällig gewesen, auch wenn ich plötzlich 45 von 45 richtig hätte. So haben wir eins falsch, aber das richtige Ergebnis war eigentlich 41 von 45. Und ihr schreibt mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr erreicht habt. Mit ein bisschen Überlegung ist es also leicht, alles zu schaffen. Und am schwersten finde ich eigentlich wirklich nur die Tatsache mit dem Pokémon-Musikkomponisten. Also denke ich mal, so 44 Punkte zu erreichen, würde hinhauen, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt. Das mit dem Namenstrick ist wirklich nur Schwachsinn gewesen, also das müsste eigentlich trotzdem jeder wissen. Und wann das wirklich offiziell in Deutschland war, sicherlich auch, weil viele spielen ja schon von Anfang an. Ich habe erst im August, Ende August angefangen damit, deswegen habe ich das alles nicht mitbekommen. Aber die richtig wahren Pokémon-Fans und Pokémon-Spieler wissen da Bescheid. Also, mein Ergebnis 41, normalerweise jetzt 44 und ich denke mal so im 40er Bereich dürfte jeder landen, der sich ein bisschen damit beschäftigt, aber schreibt trotzdem mal rein, wie viele Punkte ihr erreicht habt und wenn ihr Freunde habt, die das Quiz nicht kennen, teilt ruhig mal das Quiz, gebt den Link mal weiter, zeigt denen das und guckt mal, wie viel die erreichen. Das war's aber von meiner Seite heute aus, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses.